Dieter. Jetzt kommen wir das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Wir machen jetzt einen Soundcheck. Setzt du dich rein und gibst Gas? Ich habe nämlich zwei Sachen mit dir vor. Ja. Wir haben jetzt zwei Sachen mit Omid vor. Er weiß von gar nichts. Bist du dabei? Nein. Bist du dabei? Ja, okay. Faust. Sonntag, 16 Uhr. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Heute bin ich bei Omid, bei meinem Kumpel. Und heute stellen wir euch ein Auto vor, was extrem hohe Kosten verursacht. Ist es das wert? Ja oder nein, ist die Kernfrage. Dazu habe ich noch geile Challenges, wo ich den Omid mal überraschen werde und ihr seid dabei. Und wir bewegen jetzt mal so irgendwo für 1,3 Millionen Euro. Also, komm mit. Omid, grüß dich. Alles fit? Wie immer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, bevor wir weitermachen, kriegt Omid erstmal ein Mikro, damit wir ihn auch mal hören können. So, Omid. Hamid. Schön wieder hier zu sein. Immer, oder? Es ist immer wieder geil. So, und heute sind wir hier extra. Ich habe noch nie das Auto auf meinem Channel gehabt. Heute sind wir da wegen den Bugatti Veyron. Und schon damals hat das Auto eine Spitzengeschwindigkeit gehabt von 407 Stundenkilometer. Absolut bahnbrechend für seine Ära, ne? Unfassbar. Der jetzige McLaren Speedtail, das heißt, das aktuellste Hypercar, was McLaren gerade aktuell auf dem Markt hat, 106 Stück produziert und alle ausverkauft, schafft nur, trotz Hybridtechnik, nur 403. Mhm. Und deshalb, Hamid, ist dieses Auto für mich eines der am unterbewertetsten Fahrzeuge unserer Automobilgeschichte. Das Auto hat neue Maßstäbe gesetzt. Es war wegweisend für alles, was danach gekommen ist. Für alle Paganis und Königsecks und Ferraris, die versucht haben, es mit diesem Auto aufzunehmen. Mhm. Ja? 16 Zylinder, 8 Liter Hubraum. Ja. Ja? Und das in fast 20 Jahre alter Technik. Wahnsinn, ne? Ja, also ich weiß nicht, warum die Autos so günstig sind, in Anführungsstrichen, aber für mich sind das absolute Wertgranaten. So günstig? Was willst du denn für die Kiste haben? 1,4 Millionen Euro. Moment, du lachst, du lachst. Was kostet ein Bugatti EB110? Ja, okay. Ja, was kostet so einer? So 1,6, 1,7. Was kostet ein Bugatti Chiron? Er fängt ab 2,5 an. Was kostet ein Enzo? Ja, die sind schon bei 3 Millionen. Ja, also, was kostet ein F40, F50? Ich kann dir gleich erzählen, warum der da nicht vor ist. Ich bin gespannt. Okay. Die Thematik, was ich so richtig geil finde, was sagt ihr? Omid hat sich genau in der Farbe angezogen. Omid ist der Man in Grey zu ein graues Auto. Weißt du, was auf dem Schlüsselteck von dem Wagen stand, als der gekommen ist? Weißt du? Graue Maus. Graue Maus. Graue Maus. Aber das ist auch ganz speziell bei denen. Normalerweise triffst du die Autos ja immer in irgendwelchen Bicolor-Kombinationen an, Two-Tone-Lackierungen. Und hier hast du ein ganz graues Auto. Absolut. Quasi seriös. Hamid, größter Mythos bei dem Wagen, Kostenmythos, sind ja immer Reifen. Ja. Na, da hörst du Zahlen von Reifenkosten 30.000 bis 100.000 Euro für so ein Auto. Ne? Yeah. So Mythen um den Wagen. Mhm. Aber was kostet so ein Reifen? Guck mal, der Reifensatz bewegt sich irgendwo bei 25.000, 30.000 Euro. Nur der Gummis. Reifen. Nur die Gummis. Nur die Gummis ohne die Felgen. Was viele nicht wissen, ja, alle 5 Reifenwechsel brauchst du einen neuen Satz Felgen. Wegen Magnesium? Ja, wegen der Beanspruchung auch. Also entweder alle 5 Reifenwechsel oder wenn du 4-mal über 400 km/h mit dem Auto gefahren bist, musst du auch die Felgen erneuern, aus Sicherheitsgründen. Wenn ich einen Satz Gummis neu machen möchte, bin ich bei 25.000 Euro. Ja. 25.000 Alle Euro. Alle 8.000 Kilometer oder 6 Jahre müssen neue Reifen kommen. Okay, dann muss der nächste neue Reifen haben. DOT, 36. Woche 2017. Das stimmt. Weißt du, wie viel Profil die noch haben? Die sind fast neu. Die sind bei 90%. Ja, der ist quasi nicht gefahren worden. Heftig. Mit den Reifen. Hat komm, aber komm, dann einmal noch hier, einen Service bekommen. 36. Woche 2017. Wahnsinn. Du willst ja 1,4 Millionen Euro für das Auto haben, oder? Wenn ich zur Bank gehe und sage, ich möchte das Auto finanzieren, was, wo jetzt viele von euch sagen, wer finanziert denn das Auto? So ein Auto kauft jeder. Nein, da liegt ihr falsch. Ich würde mal sagen, über 50% finanzieren das Auto. Ja, die Leasingbank ist mein Freund. Genau. Die finanzieren das Auto, weil die halt liquide bleiben wollen für ihre andere Geschäfte oder Immobiliengeschäfte oder sonstiges. Und dann zahlen sie halt die monatlichen Raten hier ab. So, jetzt haben wir hier zwei Faktoren. Erster Faktor ist, ich gehe zur Bank, 1,4 Millionen Euro. Dann sage ich, wisst ihr was, ich zahle 200.000 Euro an.
Für 200.000 Euro kriegt man schon eine Menge richtig geile Autos. Langt gerade so als Anzahlung. Ne? Langt gerade so, aber okay, ich bin jetzt mal vom Minimum. Wenn du mal so von den typischen 20% ausgehst. Ne? Ich bin vom Minimum ausgegangen. Okay. 200.000 Euro Anzahlung. Eine Laufzeit von 36 Monaten, also 3 Jahre. Dann bleiben immer noch circa 556.000 Euro nach 3 Jahren noch übrig, die ich noch zahlen muss und habe dazu eine monatliche Rate von fast 20.000 Euro. Was kostet hier ein Jahr Garantieverlängerung? Garantie mit Service plus minus, je nachdem wie du mit dem Händler verhandelst, 100.000 Euro. 100.000 Euro für ein Jahr Garantieverlängerung. Ich komme nochmal zurück auf den Kosten. Also du hast 20.000 Euro Rate pro Monat, hier wird eingeblendet. Dann hast du ca. 100.000 Euro pro Jahr Garantie und Service, okay, pro Jahr. Und dann kommt noch Versicherung dazu. Ja. Nochmal, je nach Versicherer, 50.000 bis 100.000 Euro. Da habe ich was für euch. 50.000 bis 100.000 Euro pro Jahr Versicherung. Und ich habe was richtig Cooles für euch. Sag mal, dürfen wir das Auto überhaupt fahren, Omid? Klar, dafür sind Autos da, oder? Ja klar, wir bewegen jetzt 1,4 Millionen Euro. Ich habe nämlich 2 Sachen mit dir vor. Ja. Wir haben jetzt 2 Sachen mit Omid vor. Er weiß von gar nichts. Ich sage euch nur eine Sache. Die Probefahrt wird heiß, okay? Danach machen wir einen Soundcheck, okay, wenn wir die Temperatur erreicht haben, komplett. Okay. Wir machen einen Soundcheck und 2 fette Aufgaben für Omid. Was Versicherung betrifft, habe ich ja euch schon mal vor einige Zeit was über Clark erzählt. Inzwischen in Deutschland und Österreich kostenlos per App könnt ihr es runterladen. Da könnt ihr eure Versicherungspolicen einspeisen und dann kümmern die sich um alles. Und ihr habt kein Papierkram mehr zu Hause, gar nichts mehr. Und ich sag's euch, das ist zurzeit meine Rettung. Wenn zwischenzeitlich, wenn ihr eine Autoversicherung abgeschlossen habt oder egal welche Versicherung und zwischenzeitlich noch ein besseres Angebot reinkommt, werdet ihr sofort benachrichtigt und ihr könnt eure Versicherung umswitchen auf die günstigere Version. Da wird eine Bedarfsanalyse gestartet, das heißt, es wird genauestens gecheckt, was für euch richtig ist, wichtig ist und die besten Angebote für euch zusammengestellt. Ich habe euch in die Infokarte und in der Videobeschreibung einen Link reingepackt. Wenn ihr darüber die App downloadet und 3 Versicherungspolicen hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code HAMID pro Versicherungsanfrage einen 15 € Amazon-Gutschein. Also insgesamt 45 Euro. Wenn danach noch irgendwas unklar ist, könnt ihr euch per Chat oder telefonisch kostenlos immer noch beraten lassen. Also mehr geht nicht, ran an die Tasten. Fahrzeugschein mitnehmen, ganz wichtig. Fahrzeugschein. Genau. Gut. Sollen wir los? Lass los. Achso, Speed Key. Wo ist mein Speed Key? Oh ja, warte. Ohne Speed Key. Das müssen wir euch noch zeigen. Darf ich mal ganz kurz? So, zunächst einmal. Was brauchst du denn? Gib mal einen Schlüssel. Habe ich nicht. Den hast du eingesteckt. Gib mir irgendwas. Ja, ja, typisch Hamid. Wieder einen Schlüssel eingesteckt. Ich nehme meinen Ton. Ich nehme meinen Ton hier. Guck mal, Helper. Das kann es gar nicht merken. Nee. Das ist nämlich kein Plastik. Das ist hier Edelstahl pur. Leder. Perfekt verarbeitet. Und du kriegst diese Schlüssel nur, wenn. Was? Du das Auto immer zum Service bringst. Genau, denn dann darfst du was? Über 400 km/h fahren. Komm mal mit, Felix. Über 400 km/h fahren. Das ist nämlich unser Speed Key, nennt sich das Ganze. Und hier, zeig mal hier. So, machst du auf, hast schön Bugatti. Okay, und dann nimmst du deinen Speed Key raus. Dann steckst du es hier rein. Und dann drehst du es einmal. Und dann fährt das Auto über 400 Stundenkilometer. Ah. Komm, Moment, hier. Ja, genau. Ich wollte schon so rüberlenken auf den Ford GT, damit dem Wagen nichts passiert. Omid, bitte, er ist nach dir. Dankeschön. Hast du deine Schuhe sauber? Normalerweise immer. Zieht man die Schuhe immer aus, wenn man Bugatti fährt. Als Autoverkäufer habe ich immer weiße Schuhe an. Ja. Navi im Rückspiegel. Boah. Oh, alter Schwede. Das ist krass, weil 1,3 Millionen, selbst der SF90 Spider liegt schon fast bei 1 Million. Wenn du einen Veyron fährst, musst du dir überlegen, wie viele Menschen auf dieser Welt sind jemals einen Veyron gefahren? Das sind wenige Tausend. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. So,
So, jetzt sind wir mittendrin. Ja, dann, wenn du dir hinter deinem Kopf mal hier die riesigen Düsen anguckst. Ja, das ist gewaltig. Ja, das ist echt gewaltig. Imposante 16 Zylinder hinter uns. Das ist echt gewaltig. Also, wir fahren jetzt einen Bugatti Veyron, oder? Ja. Das Schöne dabei ist, du siehst hier alles an und es ist alles pur, es ist alles echt, es ist nichts Plastik. Schau mal, sogar die Knöpfe hier oben sind mit Leder überzogen. Und das ist wie im Flieger. Guck mal, ich drück drauf, geht meine Lampe an. Da, deine Lampe an. Zack, hier können wir entscheiden, wenn ich Tür aufmache, Tür zu. Das ist doch einfach geil. Es ist so geil. Der zeigt mir beim Drehzahlmesser, zeigt er mir 1001 bezogen auf mein PS. Mein kmh-Anzeige geht auf 420. Das Auto ist von 2008 jetzt dieses Auto, aber es wurde 2005 auf den Markt gebracht und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 407 Stundenkilometer. So, und dann hörst du richtig, du siehst diese zwei fetten Luftsauger und du hörst bei, wir fahren jetzt nur 70, wenn ich nur ein bisschen Gas gebe, halt, hörst du, wie die Luft saugen, das ist echt heftig. Oh, geiler Fun Fact. Erzähl. Weißt du, dass dieses Auto in einer Minute so viel Luft ansaugt wie ein Mensch in 4 Tagen? Ernsthaft? Ja. Nein. Doch. Das ist eine geile Sache. Das ist Omid. Das ist einfach Omid. Ja, ich bin echt belesen, Leute. So, lieber Omid, gleich ist es soweit. Wir haben zwei Sachen mit dir vor heute. Okay. Alles, was du nicht mitmachst, wo du sagst, nein, ich mach's nicht mit, kostet dich 10 Liegestützen und zwar vor Ort. Okay. Bist du dabei? Nein. Bist du dabei? Ja, okay. Faust. Da bist du schon gespannt, was wir machen. Immer noch, ja. Was denkst du denn? Ich weiß es wirklich nicht, Mann. Nee? Nein. Es wird auf jeden Fall erniedrigend, habe ich das Gefühl. Nein. Nein, das würde ich doch nie mit dir machen. Nein? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und zwar, erste Challenge. Wir sind jetzt gleich bei ATU. Da fahre ich rauf, da gehen wir zusammen rein und du fragst an, was ein Ölwechsel kostet für dieses Auto. Hast du einen Fahrzeugschein mit? Klar. Okay. Bist du dabei? Ich bin dabei. Er hat natürlich keine Rückfahrkamera und du siehst hinten nichts. So. Jetzt gehen wir mal rein. Zack. Komm, wir gehen erstmal rein. Okay, warte, Fahrzeugschein mitnehmen. Das wird so geil. Bei ATU fragen, was ein Ölwechsel bei einem Bugatti kostet. Das wird geil. Moin. Hallo. Das wird richtig geil. Alles fit? Ja, ja. Hi, Hamid, grüß dich. Murat, hi, Murat. Omid? Hi, Murat. Hi. Omid, hi. Kennt ihr euch schon? Nein. Nee. Murat, wir brauchen einen Preis. Wir wollen einen Ölwechsel. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das Auto überhaupt bei euch registriert ist. Was kostet so einen normalen Ölwechsel bei euch? So durchschnittlich 100, 115 Euro. Genau. Und jetzt ist der Omid hier mit seinem Bugatti. Und jetzt fragen wir mal, was ist beim, wie viel Liter Öl geht da überhaupt rein? 18 Liter gehen rein. 18 Liter Öl. 18 Liter, ja, das ist okay. 2 mal 9 Liter, ja, passt doch. Und hast du Ölfilter auch da? Ja, und ich müsste erst eine Anfrage machen. Und wie lange dauert sowas? Das kann 1 bis 2 Werktage dauern. Ach so, okay, alles klar. Dann düsen wir weiter. Ab geht's. Ja. Vielen Dank, Murat. Jetzt geht's weiter. Alter Schwede. Also, erste Challenge gut überstanden. Hätte ich nicht gedacht, dass du mitmachst. Ach, natürlich. Nein, komm. Nein, ich hätte es echt nicht gedacht. Jetzt ohne Scherz. Du, ich habe doch gerade erst einen Service bezahlt für über 20.000 Euro. Da kann ich das auch machen. Also ATU, super nett, dass wir hier sein durften. Und wie gesagt, es ist kein Werbevideo. Ich wollte nur Omid mal richtig triezen. Aber zweite Challenge kommt, also dranbleiben. ATU hat das Auto im System. Das ist krass. Wenn es darauf ankommt, dann so einen Ölwechsel auszuführen, müssen Sie noch mal eine extra Abteilung fragen. Und das dauert 1 bis 2 Werktage. Weiter geht's, zweite Weiter Challenge. Weiter geht's, ab geht's, komm. Okay. Und jetzt Challenge Nummer 2. Challenge Nummer 2, mein Lieber. Hier, wir sind schon auch gleich da. Ampel links, dann sind wir schon da. Und dann, hast du dein Portemonnaie mit? Nein. Hast du echt nicht mit? Nein. Nein. Echt nicht? Nein? Nein. Ich habe aber mein Portemonnaie. Sehr gut. Ja, gehen sehr wir tanken? Gut. Nein. Wir fahren jetzt auf eine Tankstelle. Da gibt es auch Super Plus. Und du? Was übrigens gerade günstiger als Diesel ist. Ja. Und du tankst exakt für 2,38 Euro und gehst zur Kasse und zahlst das. Schau mal, da jagen die mich über den Hof. Es ist ein Challenge. Ich habe nicht mal einen Geldbeutel dabei. Machst du mit oder machst du nicht mit?
2,38 Euro. 2,38 Euro. Okay. Und wenn du da drüber bist, 10 Liegestützen. Ab geht's, komm. Oh. So, der Junge muss jetzt tanken. Los. So, Tank-Challenge, super plus. So, mein Lieber, 2,38 Euro. Nee, du musst Gas geben. Gib Gas. Gib Gas. Nein, so nicht. So war das nicht verplant. So, 2,16 Euro, 2,23, 27, 30, 32, 4. Mach jetzt. Komm. Nein! 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 Komm, ist doch scheiße hier. 2,39 Euro. Ne? Warte mal. Habe ich das drauf? Zack. 2,39 Euro. So. Und ab geht's. Eins. Zwei. Drei. Ey, das waren nur vier. Vier. Sechs. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. 1 Euro. 2 Euro. 3 Euro. Brauchst du einen Beleg? Ja, sicher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich warte im Auto auf dich. 2,38 Euro hat er ganz hart verpasst. 2,39 Euro. Die 10 Liegestützen hat er jetzt gemacht. Und jetzt fahren wir zurück und schauen uns noch eine Sache an. So, jetzt sind wir endlich wieder da. Und guckt euch das an. Der gute Omid hat anstatt 2,38 Euro 2,39 Euro nur getankt. Hast du Ärger gekriegt? 10 Liegestütze später habe ich Ärger bekommen, ja. Von wem? Von der Kassiererin? Vom Tankwart. Warum? Ich wurde darauf hingewiesen, Mindestabgabemenge 5 Liter. Ja, ich habe gesagt, ja, Hamid und Bugatti und Wette war ihm scheißegal. 5 Liter so, sind 5 Liter. Jetzt kommen wir das, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Wir machen jetzt einen Soundcheck. Setzt du dich rein und gibst Gas? Alleine, wie das hier hinten rausblubbert. Alter Schwede. Das ist doch unfassbar. Das ist nochmal heftig. Okay, zack. Omid, vielen, vielen Dank, dass wir mitmachen durften. Gerne, Ehrensache. Und wir sind hier ein Auto für 1,4 Millionen Euro einfach so bewegt. Und Fazit ganz klar ist, der Bugatti Veyron wäre noch teurer. Der Bugatti Veyron wäre weit über 2 Millionen Euro, wenn er nicht so viele Folgekosten hätte, wie er die jetzt hat. Aber nichtsdestotrotz ist das Auto ein Top-Invest. Ein Top-Invest. Und gerade in der Farbkombination, so steril, innen komplett schwarz und außen ganz sauber Anthrazit gehalten, findest du, habe ich selten gesehen, bisher noch gar nicht gesehen. Definitiv. Man sagt ja, jeder Bugatti ist eigentlich ein Einzelstück. Ein Kunstwerk. Und denkt daran, ich kann euch dieses Auto nur ein einziges Mal verkaufen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Alles klar. Bis nächste Woche, mein Lieber. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.